I'm gonna tell you right now, cause she's the one that I'm thinking of. Guten Morgen, Glück auf, herzlich willkommen. Moment, ich sehe nichts. Ah. Ah. Jo. Ja, wir haben Urlaub. Und wir sitzen hier. Ja, könnte schlimmer sein. Genau, zum Allgemeinwohl der Welt bleiben wir auch zu Hause. Yep. Wir können ja auch nicht anders. Nee, was ich noch sagen will, ist, Balderschwang hat abgesagt vor ein paar Tagen. Der Stellplatz, wo wir da hin wollten, in Bayern. Ja, war abzusehen, war klar, aber gut. Ich hatte die Hoffnung noch gehabt, die stirbt angeblich ja immer zuletzt oder nie. Ja. So, also, wir bleiben zu Hause. Ja. Wir werden unseren Urlaub zu Hause verbringen. Mhm. Ja. Frust, Frust, Frust. Egal. Wird die Bude mal so richtig sauber? Weil man hat ja Zeit. Genau. Und ich habe auch schon viele Kleinigkeiten bestellt für 1, 2, 3 Do-it-yourself-Videos. Er kann nicht anders. Ich habe ja dann die Zeit. Ich habe jetzt, ja, die Möglichkeiten, die Zeit und auch tatsächlich Lust. Ich warte jetzt nur noch auf ein paar Dinge. Da sind schon ein paar angekommen. Also die Beleuchtung für den Bettkopfendteil. Das? Was? Das? Das. Ja, das. Bettkopfendteil. Genau, das ist heute Morgen angekommen. Da kümmere ich mich gleich nochmal drum. Da muss ich mich nochmal ein bisschen reinfuchsen. Ist viel Elektrik. Elektronik. Ja, ansonsten habe ich auch noch, sollen wir da mal teasern? Was für Dinge? Teasern. Schon mal ein bisschen ankündigen. Sneak Peek. Red doch mal Deutsch. Ja, anfüttern, sagt man auch, glaube ich, ne? Beim Angeln, genau. Eis machen. Na, ich habe mir überlegt, unsere Schubladen. Da werde ich dran gehen. Da habe ich schon ein Probemusterstück mal bestellt. Das kommt nächste Woche. Dann werde ich das mal ausprobieren und dann haben wir hoffentlich vernünftige Schublade mit Softclose und so. Also da kommt auch noch was. Gut. Auslosung? Oder? Ja. Darauf wartet ihr ja schon alle, ne? Sehnsüchtlichst. Darum geht's. Die Brave 7LE Auslosung. Vielleicht noch mal ganz kurz vorab. Ich mach das nie mehr. Ich verschenke hier gar nichts mehr. Hat wieder so lange gesessen und da alles beantwortet und alles raus. Macht er sich ja immer sehr viel Mühe, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und jetzt hat er wieder die ganzen Namen ausgedruckt und Zettelchen geschnitten und... Über 50 Kommentare. Und ich mache es mir zur Aufgabe, alle Kommentare zu beantworten. Alle E-Mails, die dazu kommen, auch. Oder grundsätzlich alle E-Mails. Der eine oder andere wird aber schon gemerkt haben, das dauert jetzt ein paar Tage schon mal, bis ich mich melde. Ich melde mich aber, weil die Kommentare, dafür bin ich ja zuständig. Die Baumelfe hier kümmert sich ja da nicht drum. Ich bin da ganz alleine für sowas zuständig. Ja. Ja. Nur mal so als Info. Nee, Quatsch, ich mach's weiter, ja. Aber ganz ehrlich, wenn das so weitergeht... Ich bin mir nicht mehr sicher, wenn wir 6, 7, 8, 10.000 Abonnenten haben, ob ich das noch bewältigen kann. Oder wir kaufen jemand ein auf 450-Euro Basis. Also, da muss ich mich vielleicht doch irgendwann mal drum kümmern. Ich würde es vielleicht dann aber auch vorher nochmal ankündigen, wenn ich sage, ich kann nur noch Herzchen und Daumen verteilen. Das wird dann auch zu viel. Aber ich gebe mir nach wie vor Mühe. So. Ja, wir haben über 50 Schnipselchen hier drin. Das freut mich und sehr, dass ihr auf jeden Fall immer so schön aktiv dabei seid und ja, wirklich tolle Kommentare schreibt. Berührt mich immer wieder. Sehr schön. Danke an dieser Stelle an euch. Ne? Jawohl. Aber nichtsdestotrotz
Es kann nur einer. Ja, wir haben leider ja nur eine. Ja. Aber alle anderen, die auch diese hier gerne hätten oder wo die Kaufentscheidung gefallen ist, vielleicht auch nicht zuletzt aufgrund des Videos, was wir hier gemacht haben. Hier drunter schreibe ich nochmal den Amazon-Link. Da könnt ihr sie auf jeden Fall auch für euch selber so bestellen und euch vielleicht nachträglich noch ein Neujahrsgeschenk machen. Das sind Affiliate-Links. Das bedeutet, um das nochmal vielleicht kurz zu erklären, die Fragen kommen auch relativ oft. Wenn ihr über diesen Link was bestellt, bekommen wir eine kleine Provision. Die ist wirklich klein. Also ich glaube, bei dem Teil sind es irgendwo zwischen 1-3%, also nicht viel. Da macht es halt die Dauer oder auch die Massen. Für euch ändert sich überhaupt nichts. Es kostet euch nicht mehr, nicht weniger. Ihr habt einen ganz normalen Preis. Nur Amazon sagt, als kleines Dankeschön an uns, dass wir da was verlinkt haben bzw. da weitergeleitet haben. Und dass da was gekauft wurde, sagen die über die kleinen Prozente eben schön Danke. Wir haben dann die Möglichkeit, darüber dann irgendwann mal, Auszahlung ist glaube ich bei 70, 75 Euro, ein Gutschein oder sowas, dass wir dann wieder Material kaufen können für das YouTube-Geschäft, wie man das auch immer nennen mag. Wir bleiben dabei. Ja, klar. Solange es noch Spaß macht, und es macht ja Spaß. Das nur mal so, was Affiliate-Links sind. Wenn ihr über den Link gegangen seid, aber ganz was anderes bestellt, sage ich trotzdem Danke oder sagen wir trotzdem Danke, weil davon bekommen wir dann auch eine kleine Provision. Kostet euch aber nicht mehr. Also eigentlich braucht ihr euch nicht drum kümmern. Eigentlich wäre es sogar der Idealzustand, darf man dazu sagen, das weiß ich gar nicht. Alles, was ihr im Internet bestellt, bestellt einfach über unseren Link. Würde uns helfen, würde euch aber auch helfen. Ich habe jetzt hier so eine Beleuchtung gekauft zum Beispiel und so. Das wäre dann von diesem Geld. Könnte man dann machen oder würde ich ja dann machen. Genau das gleiche ist mit dieser ganzen Werbung, die dann zwischendurch kommt. Ich halte mich da massiv zurück aus meiner Sicht, also Anfang und Ende nur. Da kommt auch ein paar Euro rein. Das wäre dann sozusagen unsere Spritkasse. Da kann man dann auch vielleicht mal einen Tank mit voll machen. Das nun mal so am Rande. Also, danke, wenn ihr die Links benutzt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Wir verlosen jetzt, wir ziehen jetzt. Ja. Alle, die wir nicht ziehen, nicht traurig sein. Beim nächsten Mal vielleicht mehr Glück. Ich mische jetzt mal. Also, wir machen das jetzt quick and dirty, ne? Hast du die Augen zu? Ich habe die Augen zu. Warte. Warte. Nur ein. Nur einer? Ist einer. So, und der Gewinner ist... Gewonnen hat... Mr. Mutantus. Ist aber auch ein... MR Egal. MR Mutantus. Er, sie, es, divers... Mister? Ich würde sagen Mister. Könnte auch eine Täuschung sein. Herzlichen Glückwunsch. Auch von mir. An dieser Stelle eine Bitte. Ich schreibe dir unten eine E-Mail-Adresse rein. Da meldest du dich bitte und erklärst mir mal, wo ich das Paket hinschicken soll. Also Name, Dienstgrad, Einheit und Adresse. Dann geht das so schnell wie möglich raus. Ja. Und für alle anderen, sorry. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht beim nächsten Mal Glück. Nicht traurig sein. Es kann nur einen geben. Ja. Es gibt ja auch nur ein Geschenk. Ich lege das mal hier oben drauf. Ja. Ja. Machen wir noch was sonst was? Ausrichtung, Auslosung? Erstmal nicht. Nee. Fahren wir noch irgendwo hin? Ja. Du kannst ja noch nicht mal ein Wochenende mal irgendwo, oder? Nee. Eine Tagestour wirst du ja auch schon angeblöckt. Ja. Hier kannst du aber nicht stehen. Ja, selbst beim Wohnmobil-Dinner, da sind ja welche, die da so gegen sprechen. Und, ja, gut, die gibt's ja immer. Aber ich denke mal, dass wir das doch vielleicht nochmal im Urlaub auf jeden Fall nochmal machen werden. Ich würde es sehr gerne machen, ehrlich gesagt. Ich auch. Mal raus irgendwie. Ja.
Und das werden wir auch filmen. Für alle die, die noch keinen Diener gemacht haben oder für alle die, die auch mal was machen möchten. Wir haben uns da ja schon was rausgesucht. Ich habe da auch schon mal angerufen. Ging keiner ans Telefon. Ich weiß nicht, ob die schon zu haben. Das war ein Montag. Vielleicht hatten die montags zu. Ah. Mann, du bist so schlau. Ich bin die Baumelfe. Montags ist Ruhetag. Kann sein. Hätte ich auch klingen. Selber drauf kommen können. Naja, wie dem auch sei. Ich könnte jetzt noch stundenlang reden über dummes Zeugs. Ich habe keine Zeit. Ich hätte aber Lust. Ja. Sollen wir mal einen Podcast machen? Ein Podcast? Ein Podcast? Nein. Sollen wir mal einen Podcast machen? Schreib mal drunter. Nur mal so, ich will mal wissen, ob das... Und dann dummes Zeug labern. Ja, nee, schon themenbezogen. Irgendwie Hunde im Wohnmobil, Wohnmobil oder Wohnwagen oder Wintercamping, Sommercamping. Tausend Dinge. Do it yourself. Wie kann man was machen? Wie kommen wir an Stellplätze? Ja. Bang, bang, bang. Okay, sie hat keine Lust. Vielleicht finde ich jemand anders. Schreib mal rein. Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe keine Lust. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Das erinnert mich dieses... Nein, wie heißt dieser... Uncle Sam, wie heißt der? Rob. Genau der. Mike. Oh. Liebe Grüße an dich, Robert, an dieser Stelle, falls du das sehen solltest. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Tag. Ja, lasst es euch gut gehen, auch wenn es gerade nicht die tollste Situation ist. An alle Mitstreiter, die auch gerade im Urlaub wären, hallo. Willkommen im Club. Ja, ach, Hauptsache wir bleiben gesund. Ja, genau. Also, dass Kopf wir hoch. Wieder fahren können. Ich will gar nicht so viel über das komische. Nein, wollen Zeug wir auch jetzt reden. Nicht. Zieht mich nur runter. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schönen Dank, dass ihr so aktiv dabei wart oder aktiv dabei seid. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt sauber. Tschüss. Glück auf. Tschüss.